Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich zeige euch heute meine Bestellung aus dem neuen Katalog, und zwar aus dem neuen Mini-Katalog, das ist dieser hier. Dieser neue Katalog ist gültig von 3. Januar 2020 bis 2. Juni 2020. Natürlich ist er zusammengültig mit dem Hauptkatalog, den kennt ihr ja schon. Auch dieser ist gültig bis zum 2. Juni 2020, da ändert sich also nichts. Aber es gibt neue Produkte, und zwar aus diesem Katalog. Und bis jetzt hieß dieser Katalog immer Frühjahr-Sommer-Katalog. Jetzt heißt er Mini-Katalog Januar bis Juni 2020. Und ihr seht schon, da sind ganz, ganz tolle Sachen drinnen, ganz tolle Schätze verborgen. Auch zum Thema Liebe, zum Thema Valentinstag, Hochzeit ist auch ein großes Thema, würde ich sagen. Und ja, das ist wirklich ein schöner Katalog und daraus habe ich bestellt und das zeige ich euch heute. Und dann ist es noch so, dass immer zwischen Januar und März, also von 3. Januar 2020 bis 31. März 2020, die Celebration-Broschüre gilt. Celebration heißt, das ist ein besonderer Zeitraum im Jahr von Stampin' Up und da darf man sich zusätzlich noch Produkte zu seiner Bestellung gratis aussuchen. Da gibt es eine Staffelung. Also je 60 Euro Bestellwert darf man sich ein Produkt aussuchen und manche Produkte in diesem Katalog, in dieser Broschüre, darf man sich für 120 Euro Bestellwert aussuchen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel 180 Euro Bestellwert habt, also das staffelt sich immer, dann darf man sich zum Beispiel einen Teil für 60 Euro mit dieser 60 Euro Marke aussuchen und einen Teil mit der 120 Euro Marke oder eben drei Teile mit dieser 60 Euro Marke. Genau. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich bestellt habe. Ich habe nämlich hier schon ganz schön viel liegen. Ich lege die Kataloge mal kurz auf die Seite. Halt, eine Sache wollte ich noch sagen. Wenn ihr noch keinen Demonstrator habt und die Kataloge aber gern bestellen möchtet, ich schicke die Kataloge kostenlos für meine Kunden raus. Dann könnt ihr hier oben auf dieses weiße i, verlinke ich euch jetzt meine Webseite und ein Bestellformular für die Kataloge. Die schicke ich Mitte Dezember jetzt dann schon raus. Und wenn ihr einen Katalog braucht und noch keinen Demonstrator habt, wie gesagt, dann könnt ihr den bei mir bestellen. Okay, und jetzt geht's los und ich zeige euch mal hier, was da alles liegt. Das hat gar nicht alles ins Bild gepasst, aber es sind ganz tolle Sachen dabei. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Teil an. Das ist sozusagen eine Produktreihe. Aus dieser Produktreihe habe ich ziemlich viel bestellt. Es gibt noch mehr. Ich habe nicht alles bestellt, aber ich finde diese Reihe unglaublich schön. Ihr seht die schon vorne auf dem Katalog. Also diese Mohnblüten, die haben es mir total angetan. Die sind wirklich zauberhaft schön. Und da habe ich mir recht viel aus dieser Reihe bestellt und das zeige ich euch jetzt einfach. Als erstes starte ich mit dem wunderschönen Stempelset Painted Poppies. Also ich finde, das ist so schön. Ihr seht hier diese Mohnblüten, die kann man natürlich auch als ganz normale andere Blüte umwandeln. Die sind einfach total schön. Es ist ein Stempelset mit Gummistempeln. Ich habe die schon so sortiert, wie ich sie immer sortiere. Das kann ich euch hier oben mal verlinken, wie ich das immer mache. Dass man die halt dann super abnehmen kann auf den Stempel drauf und später dann wieder hier einsortiert. Und zu diesem wunderschönen Stempelset gibt es ein ganz tolles Standset. Und zwar gibt es eigentlich ein Doppelstandset. Also ich zeige euch jetzt erstmal das eine. Und zwar gibt es jetzt hier die Stanzformen bezaubernde Etiketten dazu. Man kann das Ganze auch als Produktpaket bestellen, dann wäre es diese Bestellnummer. Und ihr seht ja schon, da ist dieser wunderschöne Swirl drauf. Ich zeige euch mal hier die Vorderseite, da sieht man den ganz schön. Die Blüten sind separat in einem zweiten Stanzset, das zeige ich euch gleich. Hier sind noch schöne Spitzen dabei. Ein paar von den Blüten, die auf dem Stempelset sind, kann man hiermit auch gleich ausstanzen. Und auch so ein, der hier unten, den finde ich auch total schön, den kann man unter einen Text gestempeltes Papier reinmachen und auch so schöne Rahmenetiketten. Auch das Blatt kann man ausstanzen, beide Blätter. Also das ist ein Blatt, aber mit der gleichen Größe. Dann tut man sich leichter, muss man nicht so oft kurbeln. Und zu dem Ganzen gibt es eben nochmal Stanzformen, die nennen sich Mohnblüten. Und die sehen so aus. Und die sind wirklich ein Traum. Die sind wirklich so schön. Ihr seht es wirklich auf der Vorderseite hier am allerbesten, glaube ich. Da sieht man schon so viel von den Blüten und also ich bin total hin und weg. Ich freue mich so sehr, wenn ich jetzt dann loslege mit den Basteleien. Für mich ist ja die Weihnachtsbastelei jetzt schon fast beendet und tatsächlich geht es bei mir schon viel früher in die nächste Saison, wie ihr wahrscheinlich noch in den Weihnachtsvorbereitungen steckt. Ein bisschen Weihnachten muss ich noch basteln, aber ich freue mich auch mit den Sachen dann schon zu arbeiten.
Also hier passt das wieder alles perfekt zusammen. Es gibt zu dieser Produktreihe noch Sprüche. Die sind jetzt hier leider nur in Englisch zu sehen. Ich kann es euch noch nicht zeigen. Ich habe mir die auch nicht bestellt. Im Moment kann man sie nicht bestellen, weil da ein Schreibfehler drinnen ist in dem Stempelset. Aber mir haben es einfach diese Blüten so angetan. Also die sind einfach nur ein Traum und die wollte ich unbedingt haben. Die sind echt wunderschön. Genau, also das ist dieses Set. Im Prinzip sind es zwei Sets. Zu diesen Blüten gibt es eben noch ein Schriftset mit ganz vielen Sprüchen drauf. Die sind auch sehr schön, die haben eine sehr schöne Schrift. Und das andere Set wäre dieses Set. Genau. Aber es passt insgesamt alles perfekt zusammen. Und dann gehört zu dieser Produktreihe noch ein bisschen mehr. Ein Teil davon sind diese Mohnblüten-Zauberakzente. Und die fand ich auch irgendwie total spannend. Also, da seht ihr jetzt einmal, das sind so, die sind zum Rausbrechen. Ihr habt da immer zwei Bögen drinnen in diesem Paket. Und die kann man dann einfach schön nutzen. Die kann man einfach rausbrechen hier, habt ihr gesehen. Und kann die dann auf die Karte noch mit dazu machen und hat so kleine Akzente, die man noch auf eine Karte aufbringen kann. Dann gibt es hier Etiketten in Schwarz. Sehr schön. Sehen auch sehr edel aus mit diesem glänzenden und dem matten Schwarz, finde ich. Auch wieder zwei Bögen. Und das ist auch sehr schön und ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, das sieht man ganz gut. Das sind diese ganzen Blütenmuster auf Pergamentpapier. Zweimal wieder. Und dann hat man nochmal die Blüten. Ich hoffe, ihr kennt das. Das schimmert jetzt so ein bisschen. Die sind auch embossed auf diesem Aquarellpapier. Die kann man dann noch kolorieren und kann die dann auch wieder auf Karten aufbringen. So hat man einfach eine totale Individualität, weil man die so ausmalen kann, wie man gerade eben die Karte hat und was dazu passt. Und das ist echt ein schönes Set. Finde ich total schön. Also die Reihe wirklich, die hat es mir sehr angetan. Okay, dann gibt es noch hier diese kleinen Pailletten, Mohnblütenzauber. Die zeige ich euch jetzt auch mal schnell. Ups, da springt schon was weg. Wie kann ich euch die am besten zeigen? Das ist so eine Mischung aus unterschiedlichen Pailletten und das sind zum Teil auch Blüten dabei. Also es gibt eben diese normalen Pailletten, großen Formen, diese runden Formen und dann gibt es aber noch hier diese kleinen wunderschönen Blüten. Und das eben in diesem Farbkonzept, das ist einfach so schön. Und mit Gold. Gold, Schwarz. Ich weiß gar nicht, ob die Farben dran stehen. Ich kann euch mal schnell im Katalog nachschauen. Blutorange, hell und dunkel, Gold, Schwarz und transparent. Das sind wirklich ganz tolle Farben und ja, so kleine Pailletten, die kann man immer gut gebrauchen. Okay, und jetzt zeige ich euch noch das Designerpapier. In den Pailletten sind übrigens um die 750 Stück drin. Also da habt ihr erstmal ganz schön was zum Aufkleben. Und dann komme ich noch zu dem wunderschönen Designerpapier. Mohnblütenzauber heißt es. Und dieses Designerpapier ist wirklich wieder so, so schön. Ich zeige euch jetzt immer die Vorder- und die Rückseite. Ich habe das schon sortiert. Das ist also 12x12 Inch. Ihr habt immer eine bedruckte Blumenseite drauf. Und die Rückseite ist mit so Aquarelltechnik und meistens schlichter. Also bei dem war es jetzt auch lebendig, aber ihr seht es gleich. Also hier ist das Ganze in Lila mit Rot kombiniert. Finde ich eine ganz, ganz tolle Farbkombination. Und auf der Rückseite ist es eben ein bisschen dezenter gehalten mit so einem Aquarell-Touch. Das ist auch ein wunderschönes Papier. Da bekommt man schon Lust auf Frühling. Und das, obwohl Weihnachten noch gar nicht da war. Hier wieder der Aquarell-Touch. Sehr schön und einfarbig. Ich mag schlichtes Papier auch sehr gerne. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Farbkombinationsseite. Das ist mein Favorite auf jeden Fall. Das sind wirklich schöne Blüten, oder? Die Farben finde ich ganz, ganz toll. Ich hätte mich irgendwie nicht getraut, dass ich Lila und Rot so schön kombiniere. Aber das schaut wirklich toll aus. Die Rückseite ist wieder schlichter mit Punkten, auch sehr schön. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Seite, finde ich. Oh, das ist wieder so ein Papier, das so schön ist, dass man sich gar nicht traut, das zu verbasteln. Kennt ihr das? Und die Rückseite ist auch sehr schön, also, oh, das ist schwierig. Und das ist auch eine sehr schöne Seite, finde ich. Ganz tolles Papier auch. Und der Hintergrund sieht auch hammermäßig aus, oder? Also der ist auch richtig, richtig schön. Wow. Also das ist echt ein ganz, ganz tolles Papier. Gehört eben auch zu dieser Reihe. Was ich euch auch schon gezeigt habe, ist ein Designerpapier-Mix
aus sämtlichen Designerpapieren, die es in den neuen beiden Katalogen gibt, also im Mini-Katalog und in der Celebration-Broschüre. Und den habe ich schon gezeigt bei dem Video zum Thema Stampin' Up! Demonstrator werden. Das verlinke ich euch jetzt nochmal hier oben. Also falls ihr überlegt, Stampin' Up! Demonstrator zu werden, dann schaut euch das Video unbedingt an. Da erkläre ich noch ein bisschen, was es Neues gibt dieses Jahr. Und natürlich, eure Fragen sind da gefragt. Genau, und da habe ich euch eben das Papier schon gezeigt. Das ist also ein Mustermix aus allen Papieren aus diesen beiden Katalogen. Und ich dachte, ich zeige euch das jetzt auch nochmal, also auch wieder Vorder- und Rückseite. Die sind jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Aber das Tolle ist einfach, dass man hier eben auch alle Kataloge, die im Katalog vertreten sind, sieht. Und ich habe mir eben nur das eine große Papier gekauft und zeige euch jetzt eben hier noch die Papiere in Kleinformat, die es insgesamt im ganzen Katalog gibt. Also diesen kleinen Mix, den kann man nicht kaufen. Den zeige ich euch jetzt eben nur, damit ihr mal so ein bisschen die Gedanken bekommt, was im Katalog alles für tolle Papiere sind. Den kann man eben nur als Demonstrator bekommen, wenn man einsteigt. Oder eben so wie ich, dass ich schon Demonstrator bin und dass ich die mir bestellen konnte. Habt ihr gesehen? Ein Schuhpapier für Mädels und das passende Taschenpapier dazu. Das finde ich auch sehr schön. Und nochmal schöne Luftballone. Ich habe natürlich auch ein Männerpapier dabei. Das ist dieses Golfpapier, vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo gesehen. Das haben die Mädels auch bekommen, die beim Onstage waren. Dann hier für Kinder, total süß. Und auf der Rückseite mit einem neutralen Muster. Dann haben wir hier nochmal das Golfpapier. Und die Rückseite dazu ist auf jeden Fall perfekt für Männerkarten geeignet. Und dann das Papier haben wir schon gesehen, das ist die Rückseite jetzt eben diese hier. Und noch ein Papier, das habe ich euch, glaube ich, am Anfang schon gezeigt. Ja, das ist aus der Celebration-Broschüre. Da gibt es nämlich auch eine ganz tolle Reihe dazu in der Celebration-Broschüre. Das zeige ich euch auch gleich. Und dann gibt es noch eine Produktreihe, die es mir sehr angetan hat und die ich mir auch bestellt habe. Da habe ich mir auch einiges davon bestellt und die zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich die Produktreihe Tropische Träume. Und das ist einfach ein total schönes Stempelset mit diesen wunderschönen Hibiskusblüten und diesen tollen Blüten. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber ich finde die sehr schön. Mit Palmen. Also für Urlaubsgrüße einfach nur total toll. Sind auch wieder Gummistempel. Habe ich auch schon sortiert. Und die sind auch toll. Ich finde die echt schön. Ihr habt dazu jetzt auch schon ein bisschen was von dem Papier gesehen. Dazu gibt es diese Stanzformen. Also eine komplette Ananas. Ein Aloha ausgestanzt. Einmal die Palmen. Diese kleinen Blüten, die finde ich auch sehr schön. Das ist eine Stanzform, die kann man sich in einem durchkuppeln. Das finde ich total praktisch. Eine kleine Ananas, ein Blatt, nochmal ein Blatt und die Blüten, diese tollen Blüten natürlich. Und nochmal so ein Palmenblatt. Finde ich auch sehr witzig. Das Ganze heißt Stanzformen tropisch. Und dazu gibt es eben auch ein Papier. Eigentlich gibt es natürlich auch dieses große 12x12-Inch Papier dazu. Aber ich habe mir hier ein Kartensortiment bestellt. Und das zeige ich euch jetzt natürlich. Und was da noch perfekt dazu passt, sind die kleinen metallischen Accessoires Tropenreise. Und die sind auch total süß. Ich suche euch mal zusammen, was da drinnen ist. Einmal die Ananas natürlich, die kleinen Blüten, die Blätter und eine Gitarre. Ist das cool? Ach, die sind toll. Die muss natürlich auch sein. Und da zeige ich euch jetzt noch dieses Kartensortiment, was da auch perfekt dazu passt. Was ich immer total spannend finde in solchen Kartensets, sind die Aufkleber und die Etiketten. Ich finde, es ist immer total schön, wenn man die sich als erstes anschaut, weil die einfach, ja, irgendwie finde ich, sind die immer was Besonderes und die finde ich total schön. Und hier habt ihr wirklich ganz toll, also zwei verschiedene Blätter mit diesen wunderschönen Etiketten und Aufklebern und so kleinen Herzen sind drauf. Also das ist echt schön. Auch mit hier mit Lilien sogar. Wow, das ist schön, oder? Die sind eben in dem Set drinnen und dann habt ihr kleine Karten und große Karten und ich zeige euch jetzt einfach wieder die Vorder- und die Rückseite, also dieses Papier mit diesen typischen Hibiskusblüten und diesen Aloha-Blumen, ich weiß nicht, wie die heißen, aber das sind irgendwie so typische Blüten, die müssen natürlich in so ein schönes Papier mit rein. Dann haben wir hier mal Flamingos, großes Etikett, finde ich auch sehr schön, weil es eine neutrale Seite ist. Auf der Rückseite sind die Bananas, schaut gut aus. Hier haben wir nochmal so eine richtig schöne, also ich finde, da kommt so richtige Hawaii-Stimmung auf, oder? Mahalo, das heißt, glaube ich, danke. Mahalo, das habe ich schon mal gelesen. Dann hier,
Vorder- und Rückseite. Das ist jetzt auch wieder so ein Papier, finde ich, wo man auch nur einen Teil davon verwenden könnte zum Beispiel. Sieht sehr schön aus, finde ich die Farbkombination total toll. Die Rückseite ist auch sehr schön, da kann man viel unterkriegen. Nochmal die Blüten. Diese, ich weiß auch nicht, wie die heißen, aber die sind sehr schön, diese Blüten. Die sind ganz groß. Dann nochmal was zum Aufschreiben. Und die Lilien. Lilien sind eine meiner Lieblingsblumen, die sind so schön. Und das hier sind diese coolen Früchte. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber wenn ich die irgendwie immer auf einem Buffet sehe, dann machen die mich immer an Feuerfrucht oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht genau. Dann haben wir noch so kleine Karten dabei. Die sind auch sehr süß. Da kann man auch schön Fotos drauf machen. Hier hat man so einen coolen Fotorahmen, wenn man im Hintergrund ein Foto macht und außenrum das dann ausschneidet. Das muss ich vielleicht machen. Mal gucken. Dann nochmal Lilien. Auf der Rückseite wieder eher schlicht. Summer of Sun. Mit Surfblättern in Holzoptik. Sehr cool. Nochmal ein Flamingo. Nochmal was zum Schreiben. Dann die kleinen Blüten. Sind sehr schön. Also die sind sehr schön gemalt irgendwie auch, diese Papiere. Und eine Gitarre. Oh, wie schön. Das ist genau was für mich. Toll. Okay, dann haben wir nochmal ein Kartenteil. Jetzt mit den Autos drauf. Aloha natürlich. Perfekt. Den schönen Blüten. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit weg. Ich zoome euch jetzt mal kurz ein bisschen näher, sonst muss ich so weit hochhalten. Wieder sehr neutral und finde ich auch sehr schön. Auf der Rückseite eine leckere Kokosnuss. Also das ist so ein richtiges Urlaubspapier. Da hat man richtig Lust auf Urlaub. Der schöne Hibiskus, Früchtemix, sehr süß. Palmen. See you soon. Mit den Gitarren. Oh, schön. Zur Ruhe kommen, entspannen und Bananen und Palmen. Also das ist wirklich ein tolles Urlaubspapier und das musste bei mir unbedingt sein. Ich zoome euch noch mal ein bisschen raus. Genau, also das musste bei mir unbedingt sein, weil ich mir ja dieses Jahr tatsächlich die Prämienreise erarbeitet habe und ich kann es noch gar nicht fassen und bin total hin und weg und freue mich so drauf und ja, da passt es einfach perfekt und es musste einfach sein und ich finde es so super, dass wir das haben. So ein Set in unserem ganzen Programm von dem neuen Katalog. Ist so toll. Ja, und jetzt seid ihr noch mal ein bisschen näher da. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich noch bestellt habe, weil im Prinzip war es das schon fast. Ich habe noch ganz viele Celebration-Sachen, die ich euch zeigen kann. Aber von meiner Bestellung war es das schon mal. Das sind jetzt eben Steine in Champagner, Straßsteine. Und das finde ich natürlich auch perfekt. Und das ist genau meins. Music from the Heart. Leider nur in Englisch, aber ich glaube, man kann es verstehen. Und da sind so schöne Stempel drin. Das ist übrigens ein Glassichtstempelset mit einem Flügel. Flügel in Herzform. Man kann eine Gitarre stempeln, indem man hier diesen Gitarrenhals zusammen mit dem Notenschlüssel kombiniert. Man hat Linien, ein Klavier, Tastatur, Noten, Herzen, Vögelchen, also das ist ein ganz, ganz tolles Stempelset und das freut mich sehr, dass wir auch mal sowas haben im Sortiment. Okay, und dann starten wir schon zur Celebration. Ich habe für sehr viel Geld bestellt, deswegen habe ich sehr viele Produkte bekommen, aber ich habe das meiste aus dem Hauptkatalog bestellt, muss ich sagen. Ich habe noch ganz viel Papier gebraucht und einfach Zubehör, was man einfach so braucht. Und deswegen durfte ich mir sehr viel aussuchen und das kann ich euch jetzt alles zeigen. Als erstes zeige ich euch jetzt mal die Kordeln. Und die Paletten, die es gibt in der Celebration. Das ist die Bestellnummer und die Paletten, die sind sehr schön. Die sind so gestrichelt in Orange, Safrangelb würde ich sagen, ist dabei. Und so aquamarinmäßig oder ein bisschen blauer, so Bermuda-Blau wahrscheinlich. Und das so diese beiden Kordeln in diesem mit Gold versetzt und mit Bermuda-Blau würde ich sagen, ist es. Das ist ganz toll, das finde ich super schön. Das ist ein ganz tolles Paket. Dann gibt es ganz viele Stempel. Ihr seht, da ist wirklich ein ganz schöner Stapel an Stempeln hier. Und zwar habe ich jetzt einmal das Set zum Geburtstag für dich. Das ist mit dieser wunderschönen Torte, mit ein paar Sprüchen, die man immer brauchen kann.
Und vor allem die Torte finde ich sehr schön, weil die kann man sehr schön kolorieren. Dann gibt es ein ganz tolles Set, das ist dieses Seerosen-Set. Da sind Seerosen drauf. Ihr könnt es eigentlich hier am besten erkennen, die Stempel, die da sind. Die sind so wendbar, also man kann die in beide Richtungen drehen. Auf der einen Seite hat man dann diesen flachen Abdruck, den hier. Und auf der anderen Seite ist dann dieser feine Abdruck. Den gibt es eben mit Blüte in klein und groß, nochmal kleiner, mit so einem Teich, mit Blättern. Also das ist ein ganz, ganz cooles Stempelset. Und dazu gibt es auch nochmal Stanzformen, die wirklich sehr, sehr schön sind. Die zeige ich euch jetzt mal so. Wieder mit so einer ganz feinen Stanzform, die in die andere passt. Seerose nennt sich das Ganze. Und mit so Wassertropfen. Ist ein ganz, ganz tolles Set, finde ich, wirklich. Dann das nächste Set heißt Glück und Liebe. Da ist ein Stempelset dabei. Entschuldigung, jetzt muss ich noch mal ein bisschen rausgehen, sonst bin ich immer zu nah dran. So. Da ist ein Stempelset dabei und eine Prägeform. Die Prägeform hat so ein Mauermuster. Bin mir nicht sicher, ob ihr das gut erkennt, aber das sieht sehr toll aus und das kann man natürlich für alles Mögliche verwenden. Steinmauer nennt sich die und die ist echt schön. Und dazu ein japanisches Stempelset, würde ich sagen, mit schönen Sprüchen drauf vor allem. Und mit so einem schönen Baum. Auch ganz cool. Und dann, ich glaube, das wird der absolute Favorit. Das heißt von uns allen. Und das sind diese kleinen Erdmännchen. Die sind so süß, oder? Mit Partymütze. Mit einem kleinen Kaktus. Schönen Sprüchen, schöner Schrift. Der ist auch süß. Also die sind natürlich, glaube ich, wahrscheinlich einer der Renner. Was es ganz, ganz Tolles gibt, ist eine Stanze. Die konnte ich leider nicht mitbestellen. Die hätte ich so gern gehabt. Dazu gibt es dann das passende Stempelset. Das sieht so aus. Blumige Überraschung nennt sich das Ganze. Und diese Blüten, die kann man eben aufstempeln und ausstanzen mit einer Stanze. Das ist so eine Stanze, wie wir so eine ähnliche Stanze, wie wir schon mal hatten. So eine ähnliche Stanze wie die Itty-Pitty. Also die hat hier, die passt eben genau um diesen Stempelabdruck außenrum. Und die ist ein bisschen größer, würde ich sagen, als die Itty-Pitty-Stanzen. Und hat natürlich auch noch ein Blatt mehr, aber ist wirklich eine ganz tolle Stanze. Und da freue ich mich, die brauche ich auf jeden Fall noch irgendwann. Aber jetzt in der Vororder konnte ich sie nicht mitbestellen. Ja, ihr Lieben, also es liegt doch ganz schön viel da. Und ich bin froh, dass ich euch so viel zeigen konnte. Ich hoffe, ihr habt was Schönes entdeckt und freut euch auch schon richtig auf den Katalog. Wie gesagt, wenn ihr einen braucht und noch keinen Demonstrator habt, dann meldet euch bei mir und dann schicke ich euch die Kataloge zu. Ich schicke die also immer zusammen, die Celebration-Broschüre und den Frühjahrs-Sommer-Katalog, so lange, wie sie gültig sind. Das braucht ihr nicht extra dazu sagen oder so. Also das im Bestellformular kann man es eh ankreuzen, was man braucht. Das ist immer ganz gut und ansonsten gehören die zusammen, so lange, wie die Celebration eben geht, bis Ende März. Ja, das war's von mir. Es gibt ein ganz, ganz tolles Einsteigerangebot. Da habe ich euch in dem anderen Video schon was dazu erzählt. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen und ansonsten freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Da geht es wieder weiter mit dem Adventskalender und bis zum nächsten Mal. Tschüss!